hier für Venue Music mit Hannes und Wolfgang und der Flo. Kommen wir direkt zum Punkt. Der eine Punkt. Das Killer-Album ist jetzt noch 2 Monate weg. Aufgeregt? Total. Total? Das ist immer so, bei jedem neuen Album da... Okay. Ein bisschen wie ein Baby kriegen. Weiß man nicht, was so passiert, ne? Ja, das ist ja zum Killer-Album oder Killer-Bier. Bestimmt. Wobei es ein ist Killer-Bier. Hätte was. Genau, aus der fränkischen Schweiz. Genau. Der Witz mit Keller und Killer. Da! Die Grünchen ist gefallen. Genau. Das sind halt die Dauermann. Die sind so intellektuell. Ja, das letzte Baby war ja ziemlich erfolgreich. Wollt ihr jetzt mit dem das Album das noch toppen oder? Eigentlich sind alle unsere Kinder ja recht erfolgreich geworden. Ich bin sehr stolz auf alle und wird schon werden. Mhm, wird werden. Anschließend kommt dann die Tour. Ja, im Dezember kommt die Tour. Das ist ein bisschen Abstand. Am 19.8. kommt ja das Album und ja. Die Tour, das ungehörige Standard. Eigentlich sind wir erst in Österreich-Schweiz, ne? Ja. Oder? Genau. Schweiz ist noch nicht ganz amtlich, aber wahrscheinlich machen wir ein bisschen Randgebiete. Das wollte ich nämlich fragen, warum so die Veröffentlichung mit der Tour so. Wir machen sowas. Erstmal die Songs hören fürs. Wir haben festgestellt, dass es besser ist, wenn das Publikum die Songs schon kennt. Kann ich mir vorstellen, ja. Party ist einfach besser, ja. wenn die Leute wissen, was wir da spielen. Okay. Und jetzt, wir sind nicht mehr lang bis jetzt zum Konzert gleich. Mhm. Ist jetzt ein Konzert vor dem Album, vor der Tour? Denkt ihr da jetzt trotzdem schon so mit ein paar Gehirnzellen jetzt Richtung Album oder ist das noch. Nur das deswegen, noch weg? Weil wir jetzt so vorher irgendwie Interviews zu dem Thema geben. Ja. Aber das Konzert betreffend eigentlich nicht. Wir spielen ja auch noch nichts von heute Abend, weil wir dann an dem Tag der Veröffentlichung machen mit Summer Breeze. Und das ist heute ein in Anführungsstrichen normales Konzert, auf das ich mich aber sehr freue. Also das hat jetzt nichts mit ob Album oder nicht ansteht zu tun, sondern Vorfreude auf, und ich könnte eigentlich schon auf die Bühne, aber es schon wieder zu lang. Bis also ihr macht da schon so wirklich 19.8. ist ein Cut. Also da an dem am Tag geht es wirklich ja, killermäßig los. Genau. Jetzt habt ihr das ja schon ewig angekündigt. Letztes Jahr im Dezember schon. Ja, das ist ein Grund, warum wir das so lange schon vorher. Weil es das war schon fertig, aber das erste Mal ist, dass wir so lange vorher den Titel des Albums wussten. Genau. Okay. Und auch quasi Cover schon machen konnten und so weiter. Ne? Also es hängt ein Rattenschwanz von Dingen, die an gewissen Entscheidungen hängen. Und wenn diese Entscheidungen getroffen werden, kann man natürlich früher loslegen, was natürlich für alle cool ist. Ja, und deswegen freuen wir uns, dass es diesmal so war. Wir mussten nur dann doch die Songs machen. Ach so, ja. Okay. Ich dachte schon, ihr habt das lustig, seit Dezember hier so irgendwie schon fertig zu Hause liegen. Nein, warten wir noch ein bisschen. Das ist eine sehr lustige Erfahrung, erstmal das komplette visuelle Kram irgendwie fertig zu kriegen und so, um dann erstmal, was machen wir jetzt eigentlich? Ja, wie kam das, dass das dieses Mal andersrum war? Ja, wie gesagt, unser Management hat uns gebeten, das so zu machen. Okay. Wenn das erste, was fertig sein muss, wenn man eine CD veröffentlicht, ist das Frontcover. Damit man die Werbeanzeigen schalten kann und sowas, das muss am frühesten raus, weil die Anzeigen sollen ja schon vor Veröffentlichung in den Magazinen stehen. Also ist das, was man zuerst braucht. Und daran haben wir uns diesmal gehalten. Sonst haben wir immer erst die Musik gemacht und dann haben wir, ja okay, wie soll das Ganze jetzt denn heißen und was könnte es dann für ein Cover haben? Und dann war es schon kurz vor Veröffentlichung und man konnte werbemäßig mit dem Cover nicht mehr arbeiten. Deswegen sind wir von unserem Management gebeten worden, den Albumtitel und das Cover diesmal früh festzulegen. Okay, war es dann irgendwie ein anderes Arbeiten, wenn man weiß, das ist schon vorher festgelegt, so sieht es aus, die Musik da einfach wie immer gearbeitet? Nur hast du immer gearbeitet. Genau, wir haben uns, also eigentlich stimmt es natürlich genauso, wie der alles sagt, nur wir hatten diesmal halt schon das Cover. Wir haben natürlich unseren Vorproduktionsrechner, auf dem ist dann das Cover halt dann schon immer drauf gewesen. Das heißt, visuell hat uns das schon hat uns begleitet sozusagen. Ja. Also es war immer so dieser Rahmen. Aber es ist nicht programmatisch. Es war jetzt nicht so, dass wir jetzt wussten, das und das und das und das und das und das viel Zeit. Das ist wirklich jetzt erst fertig geworden. Also heute ist der 18., glaube ich, ne? 18.06. Ja. Weil vorgestern habe ich noch die letzten Sachen eingesungen. Oh! Okay. Jetzt ist auch alles aufgenommen, jetzt muss nur noch. Also es sind schon viele Sachen gemischt. Also es ist nicht, dass jetzt erst angefangen wird zu mischen, aber aufnehmen gibt es nichts mehr. Jetzt muss der Christoph noch fertig schieben. Aber ihr seid im Zeitplan. Wir sind im Zeitplan. Das war jetzt dann nicht so, dass jetzt irgendjemand im Studio dann gerufen hat, ey, halt, das Riff passt aber nicht zum Albumcover. So irgendwie, das geht also dafür nicht so. Nee, dafür ist es so strikt, sehen wir das eh nicht. Ja. Jeder stellt sich eh was anderes vor. Dann ist es so, dass JBOE immer schon eine bunte Palette von Dingen auf dem Album hatte. Das heißt,
Da habe ich noch nie ein Album gemacht, wo die Songs sich vom Sound her sehr ähnlich sind. Es gibt immer völlig andere Sachen. Da gibt es den harten Schrubben-Metal, da gibt es eine ganz softe Ballade, da gibt es irgendwelche Blödsinnsquatsch zwischendrin. Also viele verschiedene Sounds. Also kann man nicht einfach immer übernehmen, deswegen dauert es bei uns auch manchmal immer ein bisschen länger, weil man kann nicht immer übernehmen, ja, und die gleichen Einstellungen übernehmen, auch bei den Mixes nicht, sondern es ist halt immer irgendwie neu. Also und immer da noch ein Quatsch und da noch ein Elefant und ach Mann. Das ist alles für jeden Song. Könntest du einfach was an ACDC, boom, zack. Einheitsfrei, ja, die machen das sehr gut, ich will das jetzt nicht abwerten. Nee. Aber da klingt vom Klang her, ich will jetzt nicht die Kompositionen abwerten, aber vom Klang her klingt eigentlich im Prinzip jeder Song halt gleich. Ja, aber das geht bei uns nicht, weil wir in jedem Song andere Sounds verwenden, andere Arrangements und so und das und auch andere Stilrichtungen, das klappt bei uns nicht. Ihr hattet da jetzt bei einigen Alben schon Probleme so mit den Covermessungen, mit Genehmigungen und so. Ist ja, diesmal auch so. Wir haben 12 angefragt und 3 genehmigt bekommen. Oh, ja. Okay. So sieht's aus. Das ist dann sehr ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich, vor allem weil da wirklich in unseren Schubladen Schätze verborgen liegen, die wir so gerne veröffentlichen würden. Waren schon paar dabei, ja. Aber wir geben es nicht auf, wir fragen immer wieder, fränkisches Bier. Haben wir auch seit 1997 schon angefragt und 7 Jahre später, also es ist uns immer wieder verboten oder nicht genehmigt worden und erst 7 Jahre später haben wir dann eine Genehmigung gekriegt. Dürfen wir noch gar nicht spielen oder dürfen die live spielen? Dürfen wir schon, aber nicht auf Tonträger veröffentlichen. Mhm. Und vielleicht hat er einfach der betreffende Sachbearbeiter an den betreffenden Computer gewechselt im Großraumbüro des Verlags. Ja, so kann es sein. Und vielleicht haben wir das Glück ja beim anderen so auch mal wieder. Okay, also wird alles behalten. Alles behalten und wird wieder angefragt und wir schmeißen doch nichts weg. Ja. Man kann aber vergessen. Ja, dafür gibt es ja einen Computer. Genau. Okay, was bringt jetzt das neue Album so in der Kombination mit der Tour? Was können Fans erwarten, wenn man jetzt auf ein JBO-Konzert jetzt geht und dann später bei der Tour, bei der Killer-Tour? Na, JBO halt. Kannst du JBO halt. Ja, das stimmt, ist auch nicht so, dass wir jetzt im Dezember auf der Killer-Tour dann nur Songs zum neuen Album spielen werden. Also wir müssen, es gibt Songs, die wir spielen müssen. Also wir müssen dann nur Tag zum Sterben spielen. Wir müssen Freitags Nützen spielen, weil uns auch nicht schwerfällt. Wir sind jetzt auch nicht auf irgendeiner experimentellen Phase, wo wir unsere Fans diesmal besonders fordern wollen, weißt du? Nein. Also wir hoffen, dass den Leuten das neue Album gefällt und dass sie da Spaß dran haben. Aber wir werden jetzt nicht dann live einfach das Album reproduzieren. Es gibt auch wieder viele Sachen, die sind auch nicht zum Live-Spielen gedacht, so Zwischengeblödel. Die sollen halt hoffentlich im Erfolgsfall für Erheiterung sorgen, aber es ist jetzt nicht unbedingt fürs Live-Konzert gedacht. Und so. Showmäßig, habt ihr euch da was ganz Spezielles überlegt? Gibt es ja jetzt heutzutage ja, YouTube lassen sich eine 360-Grad-Bühne bauen, dann das machen alle. Nee, aber gibt es irgendwas? Kannst du schon was verraten? Ich glaube, wir werden diesmal in 3D und in Farbe auftreten. Das ist ja, Weltneuheit. Und sogar Stereo. Stereo. Also das wird der totale Wahnsinn. Das war noch nie da. 2.0 quasi. Ja. Genau. Und Dolby Surround. Was? Dolby Surround. Dolby Surround, okay. Ja, für heute Abend. Habt ihr da irgendwie jetzt was Spezielles euch überlegt, wenn du jetzt gesagt hast, du freust dich heute ganz besonders auf Konzerte? Ja, ich freue mich gar nicht auf jedes Konzert besonders. Okay. Wir haben jetzt, wo wir jetzt an dem Album gebastelt haben, vorher war noch ein bisschen Weihnachtsurlaub und dann haben wir ein bisschen mal ins Studio gegangen. Und das hat so geführt, dass wir Anfang des Jahres 3 Monate oder 3,5 oder so nicht live gespielt haben und da kriege ich jetzt hoch. Also ja, das hat mir dann wirklich, das fehlt mir dann und als es dann wieder live losging, habe ich mich schon sehr gefreut. Ich freue mich auf jedes Konzert und habe da echt viel Spaß dabei. Ich kann mir jetzt aber vorstellen, wenn jetzt gestern warst du fertig mit Singen, vorgestern, das ist jetzt auch so ein bisschen so, Album ist durch, oder? Eigentlich gar nicht. Gar nicht? Das ist inzwischen, keine Ahnung, das 9. Studioalbum oder so, das ist inzwischen fast ein bisschen Alltag geworden, was es nicht abwerten soll, es macht ja deswegen immer noch Spaß und so, aber es ist jetzt nicht CD machen, sondern soll das, was wir halt machen, das ist halt unser Job. Okay. Andere regeln den Verkehr oder pressen die Wurst in den Darm und wir machen halt Musik. Schön gesagt. Und jetzt, wenn jeder, was er kann. Jetzt, wenn du jetzt das Spiel mal wieder ein bisschen, jetzt hast du schon angefangen gespielt. Weil mir jetzt einfällt, Wurst in den Darm pressen, könnte mir auch nichts verstehen. Das ist so missverständlich.
Gut, kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Kannst du jetzt mal Werbefachmann spielen? So, irgendwie verkauf doch mal mit ein paar Schlagworten das neue Album. Was ist auch für jemanden, der alle JBO-Alben zu Hause hat und sich überlegt, warum soll ich mir jetzt das neue Album kaufen? Da ist totale Verkaufsargument. Ey, du da draußen, wenn du alle bisherigen JBO-Alben gekauft hast, dann kommt es auf eins mehr oder weniger auch nicht mehr an. Ja, oder? Killer-Album. Nein, wirklich. Ihr müsst es kaufen, weil wenn ihr das Killer-Album nicht euer eigen nennt, habt ihr nicht gelebt. Killer-Album hören und sterben, sagen sie schon. Konfuzius. Schon ein Message dahinter, ne? Also ja. Wir wissen eigentlich Europas einzige wirkliche wahre Polit-Protest-Rockband. Prangern soziokulturelle Missstände an. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass es in jedem Auto einen Zigarettenanzünder und einen Aschenbecher gibt, aber keinen Flaschenöffner. Darüber sollten wir mal nachdenken. Außerdem gibt es ein Spannungsfeld zwischen BAP und Heinz-Rudolf Kunze, eben auch noch Platz für JBO. Ja, das stimmt. Wir sehen uns irgendwo zwischen Heinz-Rudolf Kunze und Slipknot. Der Spann ist jetzt auch nicht so groß. Ja, ja, ich weiß, da passt nicht viel zwischen rein. Ne? Ja. Naja, wir haben auf jeden Fall, wir hoffen, dass wir jetzt als intellektuelle Band auch endlich ernst genommen werden. Das ist immer sehr frustrierend. Mit einem riesen Aufwand, da wird Ton aufgebaut, Schlagzeug, Kantenverstärker, Licht, Soundcheck gemacht. Wir geben uns um Mühe, das zu proben, dann spielen wir den ersten Song und die Leute lachen. Da fühlen wir uns als Künstler einfach nicht ernst genommen in unserer Message. Und wir hoffen, dass wir das endlich richtig stellen können mit dem neuen Auftritt. Okay. Und jemand, der euch jetzt noch nicht so kennt, nehmen wir mal an, Venue Music. Klickt sich jemand rein jetzt und sieht, was ist das für eine Band? Die sind ja sehr sympathisch. Vielleicht kaufen wir das neue Album, aber warum soll er das tun, wenn er die Musik nicht kennt? Warum soll er das tun? Warum soll er das machen? Kann man nicht so Urlaub fahren können. Ja. Und nur weil die sympathisch sind, soll er sich das Album kaufen. Das ist scheiße. Nee, ich kaufe mir ja auch nicht alle Alben von Leuten, die sympathisch sind. Aber ich würde trotzdem, wenn ihr das neue Album kauft, können wir vielleicht einen Urlaub fahren. Genau. Dann habt ihr das ist echt quasi geil. Eine humanitäre Hilfsaktion. Geleistet und Gutes tun, tut gut. Das sage ich einfach mal so. Alles, was man tut im Leben, kommt irgendwie zu einem zurück. Das heißt, wenn ihr unsere CDs kauft, kaufen wir vielleicht auch mal eure. Denkt mal drüber nach. Ja, keine Hand wäscht die andere. Da hast du dich jetzt vielleicht auf was reingeritten, ne? Ich habe deine CD gekauft. Ich habe vielleicht gesagt. Ich gucke immer noch davon, ob die Leute auch so sympathisch wirken wie wir. Ja, guck nur drauf. Also theoretisch haben wir alles hier abgearbeitet. Wenn ihr noch was habt, was ihr den Leuten auf den Weg geben wollt. Wie immer, habt Spaß und guten Sex. Jawohl, Jens. Ansonsten würde ich sagen, habt ihr jetzt ganz viel Spaß. Ihr müsst das ja erstmal umziehen. Jetzt kommt erstmal noch der Stress. Jetzt kommt umziehen. Zum Glück haben wir Menschen, die uns umziehen. Oh. Da sind wir wieder bei Wurst in den Darm. Das sind die Menschen vom Umzugsservice. Das Niveau ist im Keller. Ich bedanke mich. Im Keller. Und wir freuen uns alle auf den 19.8. Ja, und ich freue mich auch gleich. Alles klar. Dann auf Wiedersehen. Hau rein. Tschüss. Ciao.